aufstehen, guten Morgen. Ich fühle mich so schrift. Bin ich jetzt... Oh Gott, mein Schlafrhythmus ist im Arsch. Ich bin in der Nacht aufgewacht. Jetzt macht er doch den Scheitel. Ich musste dem Hexending. Na, nicht die Pilze. Ja, das. Oh mein Gott, jetzt muss ich jetzt. Oh Gott, das ist viel zu weit zum Tragen, yo! Fucking Schlafrhythmus ist am Arsch. Und jetzt kann ich auch noch bei Regen rausgehen hier und arbeiten wie ein Depp. Ich kann nichts einfangen, weil ich das... Okay. Ich bin zu doof, um den Insekt... Okay. Shit, 62%. Nein, was ist mit der Leiche? Ey, Fleisch. Nom nom. Aber ich will die... Kann ich die nicht einfach... Soll ich nicht warten, bis ich die Leichen besser... Damit ich da... vielleicht irgendwas einbalsamieren und schminken kann und shit. Und sonst habe ich ja, dann kann ich ja viel bessere Leichen hier reintun. Bis ich jetzt mir hier das auf Plus und dann schmeiße ich die einfach hier weg, die Leiche, und gut ist, tschüss, auf Wiedersehen, nimm nur das Fleisch. Wer ist ein fleißiges Bienchen? Maya? Nicht Maya ist die falsche Antwort. Spoiler, es ist nicht Maya. Willi? Was? Oh, ich bin schon da. Bin ja schon erschöpft, was ist denn? Gib uns noch mal einen... Okay. Hier ist ein Tipp. Hier ist ein Tipp. Nur Jahre weiß es. Jahre Lieblingschatter hier im Moment. Just saying. Okay, wir haben ein bisschen Holz. Ich kann Technologie, Freunde. Wie sieht's aus? Oh, ich brauch meine Insekten. Okay, 5, was war das? Wie kriege ich die Scheiße? Deinen ersten Punkt. Oh fuck, das sind so das ganz Special Points hier, aber was ist denn? Bekommst du am Studiertisch im Kirchenkeller? Ja nun. Bitch, bin noch nicht im Kirchenkeller. Ein Superpilz. Eigentlich interessiert mich das eh nicht. Okay, umpflanzen schon. Was? Vom ganzen Chat? Ich bin das fleißigste Bienchen! Ever. Immer und überall. So sieht's nämlich aus. Du. Was ist mit dem Garten? Ich habe einen verlassenen Garten in der Nähe des Friedhofs gefunden. Kannst du mir was darüber sagen? Der wurde vom Händler in Besitz genommen, um jemandes Schulden zu tilgen. Okay. Ich könnte dir die Erlaubnis erteilen, den Garten zu benutzen. Wer sonst würde freiwillig etwas in der Nähe des Friedhofs anbauen? Was soll das heißen? Warum nicht? Hör weiter zu. Ja, schreibt was. Ich will sehen, in die Luft kommen. Ja. Das nennt man
Pech. Es ist nicht recht, dass die einfach die Erlaubnis ohne seine Zustimmung zu geben. Gehört die Scheune südlich der Taverne. Oh, warte. Handeln habe ich vergessen. Ich habe jetzt zwei Bestattungsurkunden. Wo ist Marilyn Monroe? Was wollte ich denn gerade? Ich wollte was saufen. Ich habe ja noch immer das Bier und ich werde es jetzt benutzen. So sieht es nämlich aus. Ist mir scheißegal. Und die Blumen esse ich jetzt auch. Einfach so, weil ich es kann. Ist mir wurscht, ob ich es hinpflanzen kann. Ich esse Blumen. Die Tiere tun mir leid. Wir sind doch hier alle eine glückliche Familie. Jetzt nehmt euch alle bei den Händen, singt Komma ja, gebt euch einen Bussi, auch mit Zunge, und schunkelt. Kumbaya, my lord. Du! Wo ist denn jetzt der Typ? Kommt an einem bestimmten Tag. Welcher Tag ist denn heute? Du, ich weiß gar nicht, was die Anzeige hier. Da kommt ja dann am Arsch der Welt, das was rot ist, oder was? Was ist denn da gerade überhaupt aktuell? Fuck, jetzt muss ich warten hier, oder was? Jo, was ist? Hey, Dorfbewohner. Oh Gott, er ist besoffen. Wenn du etwas Silber übrig hast, aber ich soll es sorgen für dich. Seltene Sachen. Ich kaufe dir dein Zeug nicht ab, es sei denn, es ist viel wert. Ich glaube nicht, dass du hier sowas findest. Alle denken, ich wäre der Friedhofswärter. Ich komme aus einer anderen Welt und muss dorthin zurückkehren. Warum erzähle ich ihm das jetzt? Das ist auch nicht meine Welt. Oh, Gott sei Dank. Meine Welt ist viel prächtiger. Die Paläste der Stadt. Aber ich bin leider nicht adelig, also muss ich meine Münzen hier in dieser Zwiebelkartoffelhölle verdienen. Er schreit ihn, um seinen Schluck aufzuheilen. Buh! Bist du bekloppt? Was soll der Mist? Hey, ich wollte nur helfen. Wie blöd von dir. Ich brauche nur ein wenig Zeit. Das Haiflossensteak heute Morgen war einfach deliziös. Aber mit den goldenen frittierten Schmetterlingsflügeln hat sich der Koch selbst übertroffen. Sieht so aus, als wäre alles wieder in Ordnung. Scheint so. Hey, der Garten. Hori hat mir erlaubt, den Garten bei der Kirche zu verwenden. Ich muss mit dir über die Einzelheiten dieser Abmachung sprechen. Den hatte ich ganz vergessen, ist mir eh nur ein Klotz am Bein. War damals halt billig. Aber das war vor vielen Jahren und mit der ganzen Inflation und dem guten Boden ist es jetzt ein hochwertiges Grundstück. Was soll das heißen? Was? Du! Das ist zu viel! Wie wär's dann mit 5? Das ist zu viel! Ich hab nicht so viel. Können wir uns auf einen Tauschhandel einigen? Du bist ein armer Kerl, der sich mit dem Anbau von Getreide ein wenig Geld verdienen möchte. Wir können uns über deine Pacht unterhalten, aber zeig mir erstmal, ob du was als Bauer taugst. Oh oh. Machen wir ein Geschäft. Du lieferst einen Haufen Karotten, Kohl und Rüben. Und dann bist du ein ernstzunehmender Handelspartner. Wir treffen eine längerfristige Abmachung. In Ordnung? Ja, ich muss, oder? Es muss. Ich komme nicht umhin. Ich hab. Weißt du was? Ich werde diesen Garten benutzen und dir überhaupt nichts zahlen. Wie arrogant. Jetzt wird dich der Garten ein Vermögen kosten. Ich kann ihn nicht abhalten, ihn zu benutzen. Aber ich glaube, wir werden uns in der Zukunft noch einmal über diesen Garten unterhalten müssen. Ich habe jetzt kein Interesse mehr daran, mit dir zu handeln. Komm, sei lieb. Du, ich habe da einen Fehler gemacht, okay? Ich entschuldige mich. Es tut mir leid. Klar doch, wir sind Geschäftsleute. Entschuldigung angenommen. Ja, Gott sei Dank. Ist doch easy. Wir verstehen uns, seht ihr? Jetzt musst du mir noch einen für den Garten zahlen. Was? Warum? Weil ich dich beleidigt habe? Und mir einen kleinen Gefallen tun? Was kann ich tun für dich? Und handeln können wir auch.
Goldschmuckverzierungen. Schau. Seide. Taubenkern. Man muss noch mal kurz beleidigen. Dann wird's günstiger. Ein Gold. Ja, das ist doch 0, nix. Und mit 0, nix meine ich 2030? Lol. Ich liebe gutes Essen, aber seit kurzem habe ich Magenprobleme. Du auch? Bei einer guten Mahlzeit bekomme ich einen Schluck auf. Das macht mich wahnsinnig. Schluck auf Gras kann helfen. Das hilft gegen alles, mein Freund. Ich glaube, das gibt es im Sumpf. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir was bringen könntest. Sehe ich ja. Ich halte die Augen offen. Schluck auf Gras. Okay. Sei nett. Ist eine Aufgabe. Sei nett. Bring dem Händler Schluckaufgabe. Sei nett. What the fuck? Sei lieb. Okay, so. Ich habe noch 20.000 andere Dinge hier zu tun, oder? Ich habe alles vergessen. Der Inquisitor, der Friedhofswert, ist immer zurück zu einer Frau. Fünf auf dem Friedhof. Ja, ja, ja. Die Frau Anmut geht mir auf den Sack. Silberne Fischfilets. Da wird nix. Ah, fuck. Ich wollte Motten für die Angel. Ah, oh, fucking fuck, fuck. Ah, dazu brauche ich 5 von diesen blauen Punkten im Kirchenkeller. Dazu muss ich aber erst den Friedhof, richtig? Dann macht er auf, glaube ich, war das richtig? I think.